Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Beim letzten Mal haben wir sehr erfolgreich das Weiße Haus erobert und jetzt kümmern wir uns um die Hampton Roads. Mal sehen, was wir hier zu tun haben. Mann, sie räumen da vielleicht auf. Das ist ja fast zu leicht. Ja, das ist es. Na gut, wie Kane immer sagt, niemals nachlassen. Dringen Sie in Hampton Roads Naval Base ein. Damit wäre der größte GDI-Hafen lahmgelegt. Inzwischen landen wir mit Nachschubtruppen an allen Küstenabschnitten. Das wird ein schöner Anblick, glauben Sie mir. Oh ja, das glaube ich gerne. Legen wir los? So, mal gucken, habe ich hier wieder eine Basis oder wieder nur einzelne Einheiten? Empfange Nachricht. Solange Langley unter Beschuss steht, erfolgt die Luftsicherung der Ostküste ausschließlich über die GDS Path. Wenn wir sie zerstören, haben wir die absolute Lufthoheit und können die Bruderschaft aus der Luft unterstützen. Patrouille nähert sich. Was jetzt? Der Kommandobord. Die sieht ja scharf aus. Okay, legen wir los. Also es ist die gleiche Map, auf der wir auch mit dem GDI-Kommando gespielt haben, nur von einem anderen Startpunkt aus. Kinderspiel. Okay, das sind zwei Kisten. Rücke vor. Der gefällt mir. Einheit wird angegriffen. Alter, bist du doof, ey. Positiv. Ballerst du die nicht einfach um? Ich verstehe. Okay. Alter, was machst du da? Du bist so Rücke doof, vor. Ey. Das okay. Gibt's überhaupt nicht. Scheiß Kommando. Okay, lassen wir das mal hier drauf. Sehr stark. Gute Sache. Positiv. Kinderspiel. Pssi, 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 pssi. Laser Fitz. Bang. Kaputt. Sehr cool. Rücke vor. Einheit wird angegriffen. Sehr stark, muss ich schon sagen, sehr stark. Okay, holen wir diese Kisten. Einheit befördert. Okay. Positiv. Huch, da will jemand was von mir. Ein bisschen schade, dass der Nordkommando, die Nordkommando, kein Jetpack hat. Na, wo wollt ihr hin? Ha? Sagt was, Jungs. Wo wollt ihr hin? Na gut, ist egal. Ich will diesen Flugzeug hier vernichten. Und um den zu vernichten, soll ich mich vielleicht zum Hafen begeben, ne? Rücke vor. Ich erledige das. Aha. Okay, dann schicke ich sie mal hier Perfekt. In das Gebäude rein. Einheit wird angegriffen. Ja, dann baller die mal um hier. Die ganzen Infanterieeinheiten, die hier stehen. Das sollte für ein Nordkommando nicht das Problem darstellen. Hättest du vielleicht die Güte, die auch mal zu töten, die hätten so nur mal so gefragt, hast du vielleicht Lust dazu? Ja, genau, die da hinten kannst du auch mal umklatschen. Dafür bist du ja stark genug. Schöne Reichweite. Ich glaube, die Reichweite ist sogar höher als die vom GDI-Kommando, wenn ich mir das hier so angucke. Ich finde das lustig. Fitz. Okay, der Rest ist. Die sind auch nicht außer Reichweite. Das ist ja krass. Was für eine Reichweite hatten die Lady? Wahnsinn! Ich warte. Okay. Jawohl. Auf dem höchsten Rang. Ich verstehe. Einheit wird angegriffen. Wo kommen die denn her? Oh, guck dich das mal an, wie die jetzt am Ballern ist. Wie krass, ey. Da rein. So, Jungs, verabschiedet euch von eurem Leben. Ruhiges Fahrzeug kann ich wohl nicht so viel ausrichten, aber ich kann auf die Kisten da schießen. Hier, hallo. Na also. Hättest du wohl die Güte, hier drauf zu schießen? Oder vielleicht mal die hier umzulegen. Oder die? Nicht?
Natürlich bin ich bereit. Rücke vor. Wir müssen Nord aus dem Land jagen. Schieß da drauf, schnell. Sauber. So, und die Infanterie kannst du wohl alleine umlegen. Ist der der Nächste? Ich erledige das. Ich verstehe. Was gibt's hier? Nix. Okay. Oder doch, heilen war das, glaube ich. So, dann jagt mal das Schiff den hoch hier. Zeigen wir sie da unten. Die werden sich wundern. Ist der auch GDI-Kommando, aber da mein Kommando schon den obersten Elite-Status hat und der GDI-Kommando gerade praktisch frisch aus der Akademie ist, sozusagen. Hübschi. Verstärkungen sind eingetroffen. Flammenwerfer-Trupps und Venoms. Die Venoms werden noch zu meiner Lieblingseinheit werden, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Die werden wir überaus häufig einsetzen. Lassen Sie sich Zeit. So, jetzt bin ich gespannt, was mein Missionsziel ist. Empfange Nachricht. Die GDI kontrolliert über das Büro der Hafenbehörde diesen Hafen. Zerstören Sie dieses Gebäude, um das zu ändern. Perfekt. Okay, du bist mal hier rein. Wir können die Scharfschützen mit unseren Sensoren orten. Wer kann die Scharfschützen mit den Sensoren? Ah! Patrouille bereit. Roger. Dann? Geheimdienstdaten aktualisiert. Erfasse Ziel. Neues Bonusziel. Suchen Sie den Saboteur. Okay. Ich würde es über die Hütte haben, ein bisschen mal drauf zu feiern. Nochmal so. Vielleicht so zwischendurch. Allzeit bereit. Schauen wir mal rein. Auf Patrouille. Ah, shit. Feindliche Basis in Sicht. Schießen Sie los. Haben ihn im Visier. Wir haben sie. Entschuldigt die Sauerei. Dafür wurden wir ausgebildet. Vielleicht gehst du mal da ins Gebäude so mal als sie Beispiel. Ja, so gefällt technisch so ein bisschen. Sauber. Wo ist denn mein Kommando? Hallo? Oh nö. Ach Mensch, das ist gemein. Die haben mein Kommando getötet. Die sind so fies. Komm ich da nicht irgendwie rüber? Gott, sind das viele! Hört die Worte, Keynes! Hier sind meine Flieger, da. Was gibt's? Bin gleich dort. Verstanden, wir greifen an. Jo. Ich eliminiere diese Scharfschützen mal zuerst. Verstanden. Wir haben sie auf dem Radar. Nähere mich Ziel. Puh! Haha, das war's dann wohl, wa? Ja, Pech gehabt, wir haben sie auf dem Radar. Okay. Einheit wird angegriffen. Nähere mich Ziel. Bonusziel erreicht. Ich wollte gerade meinen, muss ich da wirklich mit Infanterie hin, um diesen blöden Invasor da rauszuholen? Hier ist auch noch irgendwo. Neues Bonusziel. Entschuldigung. Verstanden. Hier ist auch noch irgendwo was. Irgendwo ein blödes Scharfschützenteam. Da sind die. Mit sie nieder. Einheit befördert. Verstanden. Das Problem ist, ohne den Kommandobot habe ich hier echte Schwierigkeiten. Hierher, Jungs. Verstanden. Schnell. Wir greifen an. Krieger von Nord. Auf Patrouille. Erfasse Ziel. Patrouille bereit. Verstanden. Wir greifen an. Raketen drin. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Sehr gut. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Nähere mich Ziel. Nach vorne. Feuer! Und die Grenadiere da raus, schnell. Wir haben sie auf dem Radar. Verdammt. Mach sie fertig. Okay, ich muss hier drüben trotzdem rein. Ich muss diesen Gefechtsstand erobern. Wie sieht's aus? Ein Ziel. Bleib dran. Was ja, mit dem Kommando wäre das möglich gewesen, das hier zu schaffen, aber ohne Kommando sehe ich da leider schwarz. Muss ich schon so deutlich sagen. Auf Patrouille. Ruhm und Ehre. Wie es geschrieben steht. Unser Schicksal offenbart sich. Okay, ich riskiere es einfach. Einheit wird angegriffen. Mal gucken, ob es funktioniert. Die
Zeit ist reif. Ob ich genug Leute hier durchbekomme. Wie sieht's aus? Dann scheiße ich halt auf das Bonusziel. Denn ehrlich gesagt, wie gesagt, mit Kommandobot wäre das möglich gewesen, aber ich habe zu langsam reagiert. Der Kommandobot ist gefallen. Und das ist halt dann nicht anders zu machen. Erfasse Ziel. Los, sprengt das Ding hoch. Geht doch. Okay, war es das jetzt? Denn ich glaube, ich habe auch meine Rakete. Ja, okay, das war's. Wie gesagt, das Bonusziel konnte ich leider nicht erfüllen. Dadurch, dass ich mein Kommando verschlampt hatte, Kommando-Bot hätte diese ganze Base in die Luft jagen können. Hat leider nicht funktioniert. Aber ist nicht zu ändern. Wie gesagt, es ist so schön, die Bonusziele zu erfüllen. Aber es ist nun mal nicht zwingend notwendig. Hat auch nur 6 Minuten gedauert, die Mission sogar. Das leider nicht. Und Venom bleibt der Geheimdienst einfach immer in das. Habe ich noch geschafft. Und noch eine Mission in den USA, Washington DC wieder. Und, ja gut, die Stadt werden wir dann beim nächsten Mal erobern, wenn es wieder heißt Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Bis dann.